Der Horrorunfall von Jeremy Renner. Jetzt veröffentlichte Aufnahmen in einer Bodycam zeigen die Rettung des Schauspielers. Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada am Neujahrstag 2023. Renner ist auf seinem Grundstück von einem Schneepflug überrollt worden, liegt schwer verletzt am Boden. Um ihn herum Sanitäter und Feuerwehrmänner. Sie leisten erste Hilfe, retten dem 52-Jährigen das Leben. Wie sich später herausstellt, hat sich Renner bei dem Unglück mehr als 30 Knochen gebrochen. Seine Lunge ist kollabiert und seine Leber verletzt. Aber er lebt. Erste Bilder aus dem Krankenhaus einige Tage später zeigen einen schwer angeschlagenen, aber dennoch zuversichtlichen Patienten. Jetzt hat die Polizei Bilder von Jeremy Renners Rettung veröffentlicht. Die Bodycam eines der Beamten vor Ort zeigt nicht nur die Erstbehandlung nach dem Unglück, sondern auch die Befragung von Renners Neffen, der bei dem Unglück dabei war. And then that's when it started coming at me like full force. That's when he tried to jump back in there. At about right where his blood is at, that's right where it all happened. Okay. He slipped because these tracks, there's no way to stand on them. He tried to jump on it into the thing, and it took him under. Nur 3,5 Monate nach dem schweren Unfall ist Jeremy Renner nicht nur auf einem bemerkenswerten Weg der körperlichen Besserung, er weigert sich auch, nach eigenen Aussagen, sich von dem Unglück traumatisieren zu lassen. Zusammen mit Physiotherapeuten arbeitet er täglich an seiner Genesung und verbringt ansonsten viel Zeit mit seiner Familie, wie hier in einem Freizeitpark. Und das mit dem Laufen geht mittlerweile auch schon wieder ganz gut. Kaum vorstellbar, so kurz nach diesem schockierenden Unglück. Correct. Yeah, and just...